Auch die Männer müssen anpacken im Flüchtlingshaus der Caritas in Salzburg-Mühlen. Hassan zum Beispiel, vom Beruf Koch, werkt hier friedlich vor sich hin. Aber die Attentate von Paris haben die Erinnerungen an die Lage in seiner syrischen Heimat hochkommen lassen. Als Sie dann das erste Mal gehört haben von den Attentaten in Paris, Sie und auch die anderen Flüchtlinge hier, was war die erste Reaktion? Ich bin gegen solche Attentate. Wir sind alle Menschen. Wir wissen, was sie bedeuten. Wir haben sie in unserem Land erlebt. Viele von uns haben gesagt, wir beten für Paris und auch für unsere Heimat. Basel, ein Wirtschaftsstudent aus Aleppo, formuliert Ähnliches bereits in Deutsch. Was ist passiert in Paris, ist es sehr traurig und wir wissen genau, was es bedeutet, das. Weil jeden Tag in Syrien es gibt das gleich passierend jeden Moment. Die Leute hat gemacht das, sie sind sehr verrückt und sie sagen immer, ob er islamisch oder nicht, aber sie sind nicht islamisch. Hassan stammt aus Kamischli, einem Zentrum kurdischer Milizen, die den IS zurückgedrängt hatten, worauf sich die Fundamentalisten bitter rächten. Der IS war in der Nähe meiner Stadt. Sie haben jede Woche einen Anschlag verübt, zum Beispiel mit Autobomben. Dadurch starben viele Menschen. Aber die Kurden haben gekämpft und der IS konnte meine Stadt nicht erobern. Einem Teil dieser Männer wurde in Österreich bereits Asyl gewährt. Sie wurden als Opfer des syrischen Bürgerkriegs anerkannt. Jetzt wollen sie vor allem eines: in Ruhe Arbeit finden. Bitte.